Beim Nein fängt Verkaufen erst an. Absoluter Bullshit. Also wer dir das sagt. Machen großen Bogen drumherum, denn wenn dein Kunde einmal ein Nein gesagt hat, dann hat er seine Entscheidung meistens schon sehr, sehr gut getroffen. Er hat das abgelehnt, was du ihm angeboten hast. Und wenn du dann einfach weitermachst, dann wirst du als schmieriger, als aufdringlicher Verkäufer oder Verkäuferin wahrgenommen und dann kaufen Kunden erst recht nicht. Dann geht eine diskussion hin und her. Wenn du dann noch die Frage stellst, warum wollen sie denn nicht, dann schüttest du noch mehr Öl ins Feuer und dann geht so ein Gespräch auch gerne mal nach hinten los. Wenn er das mehrmals am Tag passiert, dann hast du am Ende des Tages nur eins, keine Kunden und schlechte Laune. Also, was kannst du tun, wenn ein Kunde Nein zu dir sagt, ich habe dir vier Tipps mitgebracht, die funktionieren auf jeden Fall. Falls du noch nicht dabei bist, komm in die Einfach Neukunden-Community auf School. Da haben wir gestern genau über dieses Thema diskutiert. Was kannst du tun, wenn ein Kunde Nein sagt? Und da helfen wir uns auch bei vielen anderen Themen zum Thema Vertrieb, Verkauf, Neukundengewinnung. Also du bist herzlich eingeladen, komm gerne mit dazu. Einfach Neukunden auf School. So der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist: Nimm es nicht persönlich. Meistens meinen Kunden nicht dich persönlich. Es sei denn, du hast dich entsprechend verhalten, wenn du zum Beispiel keine Fragen gestellt hast, wenn du deinen Stiefel durchgezogen hast, wenn du auf das, was der Kunde gesagt hat, nicht äh, reagiert hast. Das sind so Gründe. Da wirkst du dann unsympathisch. Und wenn du nach einem Nein einfach weitermachst, als wäre nichts passiert, dann mögen dich Kunden vielleicht auch nicht und kaufen deswegen nicht bei dir. Aber nochmal: In den meisten Fällen ist das nicht der Fall, sondern in den meisten Fällen ist es so, dass der Kunde nicht genau erkannt hat, was kann dein Angebot, dein Produkt, deine Dienstleistung in seinem Leben positiv verändern. Das heißt, wenn du den Nutzen nicht klar genug herausgestellt hast, wenn du nicht klar genug herausgestellt hast, was kann dein Produkt besser machen, warum soll er dafür Geld ausgeben, dein Kunde? Wenn das nicht der Fall ist, dann kaufen Kunden nicht und das kann entweder daran liegen, dass du es nicht gut erklärt hast, ja? Oder aber, dass dein Angebot nicht zum Kunden passt, dass die Zielgruppe falsch ausgewählt ist. Auch das kann passieren. Aber ähm, wenn du in der Einfach-Neukunden-Community bist, dann lernst du das ja da. Also nochmal, Punkt 1 ist, nimm es nicht persönlich und ja, lass es nicht so an dich ran. Auch mir passiert es, auch zu mir sagen Kunden auch nein. Also das ist meistens die überwiegende Zahl, sagt nein. Es sei denn, du kannst sehr gut verkaufen und suchst dir die passenden Personen aus, zu denen dein Angebot perfekt passt. Hast, dann erhöht sich die Zahl, dann kannst du es umdrehen, dann sagen mehr Kunden ja anstatt nein zu dir. Und Punkt 2, den ich dir einmal als Tipp mitgeben möchte, ist, frag niemals, nachdem ein Kunde gesagt hat, ich möchte nicht oder er gesagt hat, nein, danke, frag niemals, warum wollen sie denn nicht oder warum willst du denn nicht? Warum ist diese Frage so ungünstig, will ich jetzt mal höflich formulieren? Wenn du fragst, warum willst du denn nicht, dann bringst du dein Gegenüber in eine Rechtfertigungshaltung. Und ergo, niemand möchte sich gerne rechtfertigen. Wenn du sagst, Mensch, das Angebot ist so toll, warum willst du nicht, ich es jetzt mal, dann fühlt sich dein Gegenüber direkt auf diesem Appello angegriffen und denkt dann, er muss sich jetzt verteidigen. Und wenn das der Fall ist, dann entsteht eine Prestigediskussion. Jeder möchte nur noch Recht bekommen, jeder versucht seinen Standpunkt, im, Spr im Sprichwörtlichsten durchzuboxen und das ist unentspannt und am Ende des Tages wirst du nur eine Sache haben, keine Kunden und dafür aber schlechte Laune und dein, Kunden hat, dein Kunde hat dann ebenfalls schlechte Laune, er wird sich daran erinnern und dann kannst du ihn auch später nicht nochmal angehen, weil er sich immer wieder daran erinnert, oh Moment mal, das Gespräch damals, das war so doof, ähm, er oder sie hat mich ja gefragt, warum ich nicht will, da musste ich mich so rechtfertigen, nein, 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 das ist ein unsympathischer Verkäufer, ähm, da möchte ich nichts mit zu zu tun haben, dann hast du dir auch den Ausblick auf die Zukunft verbaut. So, das bedeutet, du solltest vielleicht lieber eine andere Frage stellen, anstatt warum willst du denn nicht? Denn nochmal, das ist Rechtfertigung. Und da sind wir bei Tipp 3. Ich möchte dir eine Frage an die Hand geben, mit der ich seit über 20 Jahren sehr, sehr erfolgreich bin mit der einige meiner DAX-Konzernpartner Millionen Beiträge pro Jahr schreiben und das schon seit sehr vielen Jahren, indem sie immer diese Frage einfach stellen und der Kunde dann entsprechend darauf antwortet. Und diese Frage, das ist eine zukunftsweisende Frage und nicht eine in der Vergangenheit. Eine zukunftsweisende Frage ist zum Beispiel, was kann ich denn tun damit? So, und dann ist das zukunftsbasierend. Also wenn du, wenn du nach vorne schaust anstatt nach hinten. Weißt du, was ich meine? Ich formuliere die Frage einmal. Wenn dein Kunde zu dir sagt, nein, ich möchte nicht oder nein, danke. Dann hat er eine Entscheidung getroffen, da ist das Kind im Brunnen, wie wir gerade schon besprochen haben, dann einfach weiterzumachen, das bringt nichts. Das Einzige, was du jetzt noch tun kannst, ist, dass du etwas als Learning mitnimmst. Du möchtest zwar wissen, warum möchte er denn nicht, ich habe es doch gut erklärt, das möchtest du gerne wissen, das darfst du ihn aber nicht so fragen, das wäre zu plump, nochmal Rechtfertigung. Besser ist es, du formulierst die Frage folgendermaßen, okay, vielen Dank für dein offenes Feedback. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Was kann ich persönlich denn beim nächsten Mal besser machen, damit wir beide ins Geschäft kommen als Beispiel? Also was kann ich persönlich besser machen beim nächsten Mal? Das muss in diese Frage rein. Warum? Dann lädst du die Schuld auf dich. Du nimmst es an und suggerierst deinem Kunden auch, dass du es gerne beim nächsten Mal besser machen möchtest. Das zeigt deinem Kunden, dass du jemand bist, der gerne dazu lernt. Und häufig höre ich von ähm, gerade den jüngeren Verkäufern, meistens männlich, dass sie sagen dann, ich kann doch nicht den Kunden fragen, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Das, das stelle ich mich nur eine Stufe drunter. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Du stellst dich sogar auf eine richtig gute Stufe, indem du nämlich anerkennst, dass du nicht perfekt bist, dass du lernen möchtest, dass du besser werden möchtest. Und Kunden reagieren auf diese Frage folgendermaßen: Erstens, sie geben dir Tipps, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Das ist der Idealfall. Das Zweite ist, sie sagen dir, warum sie heute nicht wollen. Sie nennen dir den Grund, warum sie heute nicht gekauft haben, aber du hast nicht danach gefragt. Sie haben sich nur auf diesem Ohr angesprochen gefühlt und sagen dir den wahren Grund. Und das ist ein ganz anderer äh, Aspekt, als wenn du danach fragst, denn der Kunde entscheidet selber, dass er dir jetzt den wahren Grund nennt. Und das wiederum bringt dir drittens neue Argumente, neue Informationen. Und dann sagst du, dir, ach so, deswegen, ja Mensch, dann so und so und so. Das heißt, du hast im Vorfeld vielleicht nicht richtig gut gefragt, hast dann den Kunden gefragt, was kannst du denn besser machen? Und er sagt dir dann aus Versehen, ohne dass er es merkt, rechtfertigt er sich den wahren Grund, warum er nicht gekauft hat. Und das wiederum bringt dir neue Argumente. Das heißt, du bist zurück im Gespräch. Das, was als nächstes passiert ist, Kunden stellen nochmal eine Rückfrage. Du sag mal, ähm, wie war denn das nochmal genau? Wie hast du das gemeint mit? So, auch dann bist du wieder im Gespräch. Und fünftens, was auch passiert, ist mir schon häufiger passiert, Kunden machen dann doch eine Rolle rückwärts und sagen, ach weißt du was, lass uns doch nochmal einen Termin buchen und dann nochmal in Ruhe drüber sprechen, ich bin gerade auch auf dem Sprung und dann weißt du, okay, es hat halt heute einfach nicht gepasst. Auch das wieder ist ein Gewinn. Und nochmal, selbst wenn der Kunde dir nur einen Tipp gibt, was du beim nächsten Mal besser machen kannst, dann hast du auch schon gewonnen, denn du hast was gelernt. Und entweder du hast einen Kunden abgeschlossen oder du lernst. Also entweder du gewinnst oder du lernst und beides ist in meiner Welt ein Gewinn. Und als vierten Tipp, den ich dir heute noch mitgeben möchte, leg dir diesen Kunden auf Wiedervorlage. Ruf ihn einfach später nochmal an, in zwei Wochen, in vier Wochen, in sechs oder in acht Wochen, aber lass ihn nicht gehen. Wir haben Statistiken, also interne bei uns, das Second Call nennt man das oder Third Call, sogar wenn man ihn dreimal anruft nicht penetrieren, sondern einfach immer wieder mal nachfragen, ganz höflich, freundlich, also nochmal nicht auf die Nerven gehen damit, das ist kontraproduktiv, aber ich spreche diese Kunden immer wieder nochmal an. Und Statistiken, die wir in-house einmal führen, belegen, dass Second Call, so nennt man das, oder Third Call sogar, eine fast ähnliche Abschlussquote haben wie der erste Call. Also auch das kannst du nochmal nutzen, du kannst eine Wiedervorlage legen und wenn du, wie gesagt, mit dem Kunden nett auseinandergegangen bist, dann kannst du ihn einfach zu späteren ähm, Zeitpunkt nochmal kontaktieren und dann aus einem ursprünglichen Nein ein Ja machen. Vielleicht hat der Zeitpunkt nicht gepasst, was auch immer, vielleicht war der Kunde auf dem Sprung, vielleicht war er im Urlaub, was auch immer und hat deswegen Nein gesagt. Alles das kannst du tun, wenn dein Kunde dir Nein gesagt hat. Also nochmal zusammenfassend, erster Punkt, nicht persönlich nehmen zweiter punkt nicht mit warum willst du denn nicht fragen dritter punkt freundschaftsfrage stellen was kann ich beim nächsten mal besser machen damit wir beide dann doch ins geschäft kommen und punkt 4 leg dir diese kunden nochmal auf wieder vorlage und schreib sie einfach später auf oder was du auch machen kannst wenn du top verkäufer bist empfiehlt dem kunden wenn er zu dir nicht genau passt ein coaching oder eine dienstleistung oder ein angebot bei einem anderen verkäufer den du vielleicht kennst, wo du weißt, der hat das, was der Kunde braucht und dann führt das dazu, dass Kunden sich das merken, dass du sie weiterempfohlen hast an jemand anderen, damit sie ihr eigenes Ziel erreichen und dann kommen sie entweder später zu dir oder sie empfehlen dich weiter, weil sie wissen, dass du keiner von denen bist, der dem Kunden etwas aufquatscht. Und nochmal, wenn du noch nicht in der einfach Neukunden-Community bist, dann mach das gerne. Auf School findest du uns einfach Neukunden. Bis dann, alles Gute. Ciao.